So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir wollen heute mal wieder Getränke testen, ganz in alter Tradition, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Normalerweise habe ich am Ende immer eine Dose 500er Dosenbier getrunken, die alle übrig waren von dem 500 Abo Special mit dem ISWO, wo wir 500 Dosen Bier gekauft haben und haben den Pool damit befüllt. Dann war das Bier alle, dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich das nicht mehr, aber ich finde, das hat mittlerweile ja Tradition, dass man, wenn man so eine Folge Ramses Kitchen macht und Getränke testet, bei den Getränken am Ende ein 500er Dosenbier trinkt. Bei dem Kanal steht ja nicht umsonst immer dabei Pokémon Go, Reviews, Ramses Kitchen, Challenges, Bier, Scheiße, irgendwo muss das Wort Bier ja drin vorkommen. Dafür habe ich mir jetzt auch hier so ein Schneidbrett geholt. Da kann ich nämlich immer die Sachen, die ich im Video testen möchte, draufstellen. Das sieht ja nämlich so aus. Heute haben wir nämlich die Schwarzbach-Edition. Heute gibt es nämlich Limonade von Schwarzbacher. Denn wenn ich sonst das Thumbnail gemacht habe und ich habe das hier unten kurz abgefilmt, war das so dunkel, du hast es gar nicht gesehen. Aber so, mit dem Schneidbrett und der Schwarzbacher-Limo-Edition müsste das fürs Thumbnail bestimmt besser aussehen. Ich drehe das jetzt auch mal hier rum. Sind wie gesagt 4 Flaschen, die habe ich jetzt leider nicht gekühlt. Zeig euch mal, was wir jetzt alles hier dabei haben. Wollen das mal probieren. Die meisten Leute, wenn sie Schwarzbacher hören, den wird schon vom Namen her schlecht. Hier habt ihr Original Thüringer Schloss-Cola von Schwarzbacher. Hey, bis zum 3.11.2020 haltbar. Dann haben wir hier die Thüringer Orangenlimonade von Schwarzbacher. Die werden wir mal an Stelle 2 packen. Das sind ja die gängigsten Sachen. Und wie immer, was darf nicht fehlen? Thüringer Brause mit Himbeergeschmack von Schwarzbacher. Und natürlich die Waldmeisterbrause. Das ist immer noch ein Highlight. Das ist, glaube ich, kennt jedes Kind und jeder Erwachsene. Fühlt sich wie ein Kind, wenn er sowas trinkt. Habe ich jetzt mal hier hingepackt in dieser Reihenfolge. Aber generell glaube ich, dass Schwarzbacher einen richtig schäbigen Ruf hat. Immer wenn jemand gesagt hat, ich habe Bier dabei von was? Schwarzbacher? Buh, geh weg. Der wurde immer tot gehatet. Hier ist übrigens kein Schlagstock. Das ist irgendwie so hier von dem Kameradings zum Verstellen. Aber das liegt halt jetzt daneben, weil das ist kaputt. So. Die werden wir jetzt aufmachen und am Ende gibt es natürlich wieder das 5.0er Dosenbier, obwohl das Video wie immer nicht gesponsert ist von 5.0er Dosenbier, aber das trotzdem ja eigentlich mein Lieblingsbier ist. Wir machen die nacheinander mal auf, probieren jetzt mal die gute Schloss-Cola von Schwarzbacher. Da fühlt man sich gleich wie Natururin, da ist auch noch schön der Nebel drin und ich werde natürlich immer nur einen Schluck probieren, den Rest werde ich dann kühlen und später gekühlt austrinken. Heute also richtiger Schlemmertag mit Schwarzbacher. Jetzt mal die Cola, das wäre eigentlich was für Pupsi. Es schmeckt auf jeden Fall anders als normale Cola, hat eigentlich einen Geschmack wie Vita-Cola. Ich glaube, Schloss-Cola und Vita-Cola ist genau dasselbe, nur dass das eine von Schwarzbacher war, das hat sich nicht verkauft. Deswegen haben die Leute es dann Vita-Cola genannt und schon waren alle süchtig nach Vita-Cola. Hat nicht diesen extremen Cola-Geschmack, sondern hat so eine leichte Note im Abgang, die so nach oben geht und das irgendwie eher sanft und fruchtig wirken lässt, den Anschein macht, als würdet ihr was Gesundes trinken. Ist aber trotzdem Cola, ist schädlich, lasst die Finger davon. Ich tue das hier nur aus experimentellen Zwecken. Dann als zweites haben wir aber die Orangenlimonade. Und nichts geht über eine schöne, gekühlte Fanta Orange, aber immer diese ganzen billig Orangenlimonaden, die sie danach machen, schmecken einfach nur nach Arsch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Schwarzbacher Arschlimonade schmeckt. Ob die auch so orangig ist wie der Rest. Ah, die tut gerade an seinem, der frisst sein Bein und sein Schwanz gleichzeitig. Jo, der ist wieder an den Schrank gefallen, ne? Da komme ich nicht hin. Da schwöre ich auf dem Adi. Jetzt also ein Schluck von der Schwarzbacher Orangenlimonade. Hoffentlich klebt mir nicht das ganze Maul zu. Riecht auf jeden Fall schon wie Arznei, ne? So muss es sein. Ja, also der Vorteil ist, die ist nicht so brechsüß wie andere Limonaden, aber im Endeffekt wirkt das trotzdem, wie wenn ihr euch so Sirup kauft, mit Wasser verdünnt oder wo sie diese 5 Liter Kanister immer verteilen und vergeben.
Das wirkt jetzt nicht so sonderlich lecker und fruchtig und geschmackvoll und gut. Das wirkt einfach nur wie reine Chemie. Ist es ja wahrscheinlich auch. Aber wir haben zum Glück noch die Himbeer dabei. Das ist ja ein Klassiker, obwohl ich, wie gesagt, Waldmeister eher mag. Eine Himbeerbrause. So, da, die guckt wieder nach die Deckel. Die riecht auf jeden Fall brechsüß. Wenn die genauso schmeckt, wie sie riecht, dann ist das aber in Ordnung, weil das erwarten wir gerade von dieser Schwarzbacher Himbeerbrause. Die ist auf jeden Fall gut, genauso wie man sich die vorstellt. Also wenn ihr Cola haben wollt, greift nicht zu Schwarzbacher. Wenn ihr Orangenlimo wollt, greift nicht zu Schwarzbacher. Aber wenn ihr eine gute Himbeerbrause möchtet, die einen richtig schönen Himbeergeschmack hat, gönnt euch ruhig die Schwarzbacher Himbeerbrause. Sieht nicht nur lustig aus, sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch. Mir persönlich, finde ich, kann man damit nichts falsch machen, wenn man gerne Himbeerbrause trinkt. Aber wir haben ja noch den Pfeffi-Klassiker, also die Waldmeister-Brause von Schwarzbacher. Die werden wir jetzt natürlich auch trinken und das müsste das Ganze noch toppen, weil ich eigentlich Waldmeister tausendmal lieber habe als Himbeer, aber die Himbeer schon richtig gut geschmeckt hat. Moment. Wunderbar. Das ist eine Waldmeisterbrause, wie sie im Buche steht. Also die zwei kann ich empfehlen, die zwei Brausen, da macht ihr nichts verkehrt. Es gibt ja auch diese komische Waldmeisterbrause da von Illy oder wie das heißt, diese komische Biber. Aber lasst die weg in so eine PET-Flasche, das richtige Plörre. Gönnt euch lieber aus der Glasflasche hier schön gekühlt, da macht ihr nichts verkehrt. Wie immer zum Abschluss wollen wir uns aber jetzt ein 5-0er Dosenbier gönnen, ne? Auf den Erfolg, dass wir alles überlebt haben bisher. Habe ich eben noch frisch aus dem Rewe geholt. Ich habe extra den ganzen Beutel Pfand abgegeben, damit ich mir eine Dose Bier kaufen kann. Extra nur für das Video, extra nur für euch. Die machen wir jetzt auch auf. Mann, Mann, Mann. Das Schlimme ist, das ist frisch und lecker. Und die, die ich aus dem Pool hatte und aus dem Pool getrunken habe, die waren immer schon total modrig und vergammelt, weil die ja eine Woche lang in der prallen Sonne gelegen haben, wurden dann aus dem Wasser gefischt und dann habe ich die versucht, ein halbes Jahr lang auszutrinken. Und das war es aber jetzt, theoretisch. Nee, erstmal trinken, ne? Nee, nix. Ach, egal. Ich hab die Reihenfolge nicht mehr drauf. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Kennt ihr auch diese Schwarzbacher Limonaden? Habt ihr die schon mal probiert? Kommt ihr vielleicht sogar aus Thüringen? Wart schon mal in Thüringen? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.